Willkommen zur Pressekonferenz. Willkommen zur Pressekonferenz nach dem 19. Spieltag in der Deutschen Eishockey-Liga hier im Königpalast. Die Partie Krefeld-Pinguine gegen die Düsseldorfer Egele entstand. 1:2 aus Sicht der Pinguine vor 7.195 Zuschauern. Bei mir bei der Trainer Christoph Kreuzer aus der Düsseldorfer Egele. Guten Abend, Glückwunsch zum Erfolg. Und Franz Wurzmeier für die Krefeld-Pinguine. Trainer, bitte ich um das Statement. Herr Kreuzer, Ihnen gebührt das Wort zuerst. Ja, guten Abend. Erstmal möchte ich den Franz nochmal und auch Krefeld eigentlich gratulieren, dass sie den Schritt gemacht haben. Ich finde es sehr, sehr gut und habe mich sehr gefreut, als ich davon gehört habe. Ich wünsche Ihnen, Krefeld, natürlich immer viel Glück, vielleicht nicht gegen uns, sondern sonst viel Glück. Und ich finde es sehr gut und ich denke, das ist ein guter Schritt. Ah, zum Spiel. Meine Mannschaft war am Anfang nicht so gut im Spiel. Das erste Drittel geht eigentlich schon an Krefeld. Da waren wir nicht für die Kleinigkeiten bereit genug. Hat uns der Matthias im Spiel gehalten, der insgesamt eine sehr, sehr gute Leistung heute wieder gezeigt hat. Und da mussten wir wirklich hart arbeiten dafür. Da kam Krefeld wirklich wie die Feuerwehr. Das haben wir sehr, sehr gut gemacht. Wir haben dann einen besseren Start gehabt ins zweite Drittel. Sind dann richtig gut ins Spiel gekommen und das Spiel immer mehr an uns genommen und das haben wir dann im letzten Drittel auch fortgesetzt. Ich denke, das war unser bestes Drittel. Hinterher war es natürlich noch ein bisschen eng durch die unglücklichen 5 Minuten, die wir dann nehmen mussten, aber haben wir ein hervorragendes PK gespielt und deshalb denke ich, im Endeffekt und zum Schluss geht dann der Sieg auch für uns in Ordnung. Danke. Dankeschön, Christoph Kreuzer, Franz Wurzmeier, dein Statement zum Spiel. Ja, erstmal guten Abend und gratuliere Christoph und danke für deine Worte. Wir haben in der Vergangenheit schon mal zusammengearbeitet, das war sehr gut. Zum Spiel, wie der Christoph schon sagt, wir sind sehr gut aus der Kabine gekommen, waren sehr präsent, hatten sehr viel Power, waren bereit fürs Derby. Haben leider unsere Torschance nicht genutzt, da waren wir nicht heiß genug vom gegnerischen Tor. Und dann ging es auch im zweiten Drittel, war es dann nicht gut genug. Ja. Vor allem im zweiten Drittel haben wir einfach zu nachlässig gespielt, zu einfache Fehler gemacht, vor allem schon im Aufbauspiel. Und man hat deutlich gemerkt, dass an der Physis deutlich zulegen müssen. Und das letzte Drittel war dann wieder hoch oder top 1-1. Und wir hatten dann 5 Minuten vor Schluss nochmal die große Chance, 5 Minuten Überzahl zu spielen. Haben wir dann auch zu wenig draus gemacht. Und deshalb nochmal Gratulation, geht der Sieg absolut in Ordnung. Danke. Dankeschön, Franz. Gibt es Fragen an den Vertreter? Keiner erlaubt das Wort. Dann darf ich Ihnen auch hier an dieser Stelle natürlich einen schönen Freitag anwünschen. Einen guten Start ins Wochenende und so gestern natürlich eine gute, wenn auch kurze Einweise. Viel Erfolg im weiteren Saisonverlauf. Für die Pinguine geht es weiter am Sonntag um 16:30 Uhr in Nürnberg. Einen schönen Abend und auf Wiedersehen.